Hey und willkommen zu Glory's Victory Season 2. Ich gegen, ich gegen Richard und ich habe mir bei dem Kampf auch einiges gedacht, was da so, ich habe meinen eigenen Plan dabei erstellt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal kommen wir rüber zu den Teams. Tatsächlich helfen mir Nils und Sniperino, danke, übrigens sehr oft mit dem Team mit, da ich irgendwie nicht so gut die Teams machen kann alleine. Da hat man mir Kramchef vorgeschlagen, gut, Meistergriff, Wasmod, Celebi, Riffex und Scorgro. Und auf hier drüben, Richards Seite, haben wir Demeteros, Grufa, Terrakium, Glurak, Ordoch und, ja, Tangrowth. Und ich habe mir den Plan am Anfang gemacht, dass ich mit Wasmod starte, weil ich ja weiß, dass ich habe mir als Richards Team noch einmal angeguckt, selber nochmal, und ich habe gewusst, dass er mit seinem Mega Glurak X reinkommen wird und Terrakium und auf jeden Fall Demeteros und sogar mit Demeteros starten könnte. Deswegen habe ich mir Wasmod genommen und in der Hoffnung, also mit dem Sash drauf, in der Hoffnung, dass Richard auch bei Demeteros auf eine Attacke geht, die mich KO'en würde. Aber ich durch den Sash überlebe und ihn mit Ice Beam zerstöre, damit er sich einen entscheidenden Vorteil im Kampf gab. Der Kampf ist einigermaßen halb aufgegangen, aber wir sehen das jetzt erstmal an. Entschuldigung jetzt, wenn die Musik nochmal kommt, aber ja, ich kann es irgendwie nicht ausschalten. So, wie gesagt, ich starte mit Frostmourne und Richard mit seinem Demeteros. Ich strebe auf den Slow, aber er wusste es anscheinend, dass ich mit Ice Beam komme. Und habe dann dagegen Gufa getroffen. Da gehe ich raus zu Celebi wegen einer Pflanzenattacke. Aber ich habe herausgefunden, dass ich gar keine Pflanzenattacke auf Celebi habe. Was sehr dumm ist. Dann ist er aber mit ihm reingegangen. Und dann habe ich die Toxic gedrückt in der Hoffnung, dass ich da irgendwas treffe. Und das war auch ein sehr entscheidender Vorteil für mich. Dadurch, und dann bin ich, ja, Protect gegangen. Er auf Leerblitz. Damit ich ein bisschen Chip-Damage auf ihn bekomme, dann ist er rausgegangen. Ne, dann bin ich rausgegangen auf Gliscor, also auf Scorgro. Hab die Rocks gelegt, weil der Flare Blitz einfach gar keinen Schaden gemacht hat und ich eh hier drüben Heal bekomme wegen Toxic Poison. Da habe ich die Rocks gelegt, um Glurak sehr effektiv zu treffen. Was dann geschah, muss ich mal kurz gucken. Dann bin ich drüber zu Kraftschiff gegangen, um mit. Mensch. Ach, das sehen wir gleich. Er geht auf U-Turn und ich hätte echt nicht gedacht, dass so viel Damage macht, aber ich hatte ja den Rocky-Helm drauf. Dann geht er wieder auf Goofa und ich bin auf Full Play gegangen, damit ich in der Hoffnung, dass er mit Glurak, Demeteros oder Terrakium reingeht, um richtig Damage zu machen zu können. Aber leider ist Terrakium nicht sehr effektiv. Aber dann bin ich auf die Flugattacke gegangen. Ja. Nicht Akrobatik, nee. Und ich dachte mit Haze, dass dann das Schutzschild und der Reflektor weggeht. Aber ist leider nicht so. Habe ich halt so gedacht. Ja, Lars später. Dann geht er auf Terrakium. Und da bin ich auf Brave Bird gegangen. Um ein bisschen Chip Damage rauszuholen. Was dann passiert ist, da bin ich auf Full Play gegangen. Ich habe ganz vergessen, dass das nicht sehr effektiv war. Da bin ich rausgegangen tatsächlich. Ja, nee, ich bin drin geblieben. Das hätte ich auch tun sollen. Und dann war ich mir sicher, dass ich auf Celebi gegangen bin, um seinen Protect zu zerstören. Danach bin ich auf Wasmod gegangen, um ihn mit meinem Sash noch zu besiegen, bevor er mein ganzes Team KO'd, ohne auch nur ein Pokémon, das ich killen kann. Aber geht auf die Z-Power, und das hätte ich echt nicht gedacht. Und da hat er mein Celebi besiegt. Ja. Schade drum. Wasmod mit Sash. Stonehenge war sehr effektiv, aber ich hatte den Sash drauf, da bin ich auf Ice Beam gegangen, habe es besiegt. Das war meine einzige Möglichkeit, die ich machen konnte. Aber danach hat auch Wasmod keine Verwendung mehr für mein Team und musste es leider rausschmeißen, also opfern lassen. Ich glaube, da bin ich in. Ja, ich meine, ich bin in. Ja. Conkeldurr gegangen. Also Meistergriff. Ich bin jetzt auf Drain Punch gegangen. Oh, ich glaube, ja, nee, Knockoff. Und da bin ich jetzt auf Drain Punch gegangen.
Hätte aber auch Fassade gehen können, aber ich weiß nicht, ob das. Doch, das hätte viel mehr Damage wahrscheinlich gemacht. Nö, Poison Jab. Och, ich vergesse alles. Ja, Poison Jab, aber da war auch die Vergiftung, das war auch sehr unlucky für Richard. Da haben die Hex auch mitgespielt. Aber ich bin kaum gestorben. Ich hatte eigentlich den Vorteil, habe ich gedacht, jetzt mit meinem Meistergriff. Weil ich wusste gar nicht, dass hier dieses Pokémon Goofa meinen Meistergriff so One-Shot macht. Das hätte ich echt nie gedacht. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Mitstreiter. Da hätte ich gedacht, ich hätte den Kampf eventuell gut reißen können. Aber nee, da kommt der Counter und die Attacke kenne ich sogar tatsächlich gar nicht. Und da kommen. Ja. Bin ich gestorben. Und dann habe ich aber nicht, aber ja. Reflex gegangen und habe es mit Schlupfwave besiegt. Aber dann ist. Danach bin ich aber zu Scarecrow gewechselt, weil der Erdbeben kam. Um es mal zu predikten, aber trotzdem hatte ich keine Chance mehr dagegen. Weil ich glaube, es hat mich auch gewone-hittet. Nee, ich hatte einfach gar keine Attacke gegen Debiteros. Tatsächlich. Ich habe dann nochmal die Rocks gelegt. In der Hoffnung, dass er nochmal mit Glurak oder so reingeht oder irgendetwas anderes macht. Was eigentlich unwahrscheinlich wäre. Ja, und dann wurde Riffex mit einem Hit gewone-hittet, weil es nicht schnell genug war. Weil ich habe es auch mit Speed Invis gespielt. Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Die Attacke Shift Gear war nicht drauf. Ja, und das war der Kampf gegen Richard. Ich hatte einige Fehler im Kampf gemacht. Ich hätte in manchen Punkten auch auf hier drüben Fassade gehen sollen. Das war auch ein ganzer Punkt, der schade gewesen ist. Ich hätte Fassade gehen müssen. Auf Meistergriff, dann hätte ich einen Vorteil gehabt. Dann hätte vielleicht noch den Kampf so gut reißen können. Oder nicht auf Full Play reingehen können mit Kramchef. Aber ich finde, den Play am Anfang mit Glurak X habe ich ganz gut gemacht. Und mit Wasmat seinen Terrakium zu besiegen, war meine einzige Chance, immer zwei seiner Pokémon zu besiegen.